Moin Leute, herzlich willkommen zum Let's Play Tomb Raider Part 25. Mittlerweile sammelt sich ja doch schon was an. Und wir fallen hier einfach mal geschickt runter. Ach so, werden auch gleich begrüßt hier unten von diesen schwarzen Katzen. Wie sich auch die Tonlage der Waffen ändert, je nachdem, wie ich hier rumhüpfe, könntest du. Achso. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. So, wie ihr seht, in der letzten Folge hatten wir ja auch schon zwei. Das heißt, die nächsten zwei. Mal gucken, was hier noch so kommt. Gibt es zumindest ein großes Medipack. Das ist doch mal was. So, was machen wir jetzt hier, nachdem ich hier reingefallen bin? Gehen wir mal hier hoch. Weiter oder was? Da sitzt eine Katze. Die lassen wir da auch einfach mal sitzen. Gucken, was hier in der. Hä? Es gibt es nicht. Nochmal zwei. Hä? Ach da. Ja, komm. Kommst du wohl her? Oh, ihr seid so scheiße. Anstrengend mit denen. Da wird auch einfach durchs Holz geschossen. Der ist gut. Der andere auch. Das ist der reinste Katzenfriedhof hier. Da liegt was. Sehr gut. Gott, was ist da denn für rote Augen hier? Munition und ein Secret. Yeah. Die Nasenpiercing, sag mal. Fett, Alter. Voll die Rockerkatze. Roten Augen und Nasenpiercing. Gefährlich. Dann fallen wir da wieder runter. Genau wie vorhin. Dann können wir aber gleich hier unten in die Tür reingehen. Das Panda-Loch. Mal ehrlich, ey, wenn die ganze Zeit hier drin hängen, dann wäre ich auch sauer, wenn ich hier rauskomme. So. Ich glaube, dann war es das hier und wir können weiter. Durch den Zickzackweg. Ach herrje. Nee, weg, weg, weg. Die sind aber auch aggressiv und aufdringlich und ja. Man wird mich umarmen. Das ist aber lieb. Die brauchen mich nicht mal richtig zu treffen und ziehen mir Energie ab. Da zerschellt er. Mumienpuzzle. Kommen wir da hoch? Kommen wir da hoch? Ja. Was haben wir denn da? Achso, da lang. So.
So, das ist jetzt ein Stockwerk höher. Ach, das ist das Fenster, wo wir letzt durchgeguckt haben. Da müsste hier ein Schlüssel liegen. Genau. Den nehmen wir mit. Gucken wir mal, was da oben ist. Genau, spacken eine Runde ab. Dann gucken wir, was da oben ist. Ah. Hier sind wir. Ja, wir wollen nach vorne, nicht nach oben. Haben wir noch mal ein bisschen Munition. Sehr gut. Also über Munitionsknappheit brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich freue mich schon auf die Uzis nachher. Wobei ich mit den Uzis eigentlich immer sparsam umgegangen bin, weil ich die für den Endgegner aufgehoben habe. Weil der immer ganz schön Kugeln gefressen hat. Und da ist das mit den Uzis, glaube ich, am einfachsten. Mal schauen. Mal schauen, wie wir das... Ja. Einmal nochmal freuen. Ein Freudensprung zwischendurch. So, es gab jetzt irgendein sandiges Geräusch. Achso. Ah. Die Luke ist auf. Wo kommen wir denn da hin? Ja, okay. Und nu? Kommen wir hier hoch? Ja. Was haben wir denn hier? Wo ist das? Die Tür. Den Saphirschlüssel. Da geht die Garage auf und gucken wir mal, was da drin ist. Ah, Levelende! Und alle drei Secrets. Das ist ja wie Weihnachten hier. Time taken. 27 Minuten. Mir wurden 27 Minuten genommen. Meine Lebenszeit. Jetzt geht's mit dem Wheelie gleich ins nächste Level. Hab ich da nicht gerade eben schon durchgerannt? Mann, Mann, Mann. Ja, guck mal, es geht hier gleich ohne Schnitt weiter. Sowohl vom Level als auch von der Aufnahme. Was haben wir da? Lichterbad? Nö. Lichterbad? Nö. Trotzdem müssen wir da, glaube ich, hoch. Das Level heißt übrigens, ja, tausendmal fragen, Obelisk von Camon. Na. Gucken wir mal, wo der Obelisk ist. Der Obelisk ist... nicht durch. Musik. Und ein großer Raum. Eine zu hochgebauten Tür. Und das sind alles Steine zum Rausziehen. Machen wir mal. Da ist schon das kühle Nass zu sehen. Ich kann das schon förmlich riechen. Hüpfen wir mal rein. Und
hoffen, dass gleich uns wieder so ein Krokodil überrascht, gehen wir einfach mal raus. Das war ja vorhin schon ganz lustig gewesen. Guck, da ist er nämlich schon. Nee, da ist er. Oder auch nicht. Wo ist er denn? Der Arsch, der... Da, komm her, du Handtasche. Nein, du... Ja, aus welchem Tor kommt jetzt wieder raus? Tor 1, 2 oder 3? Ob du wirklich richtig bist, weißt du, wenn das Krokodil dich frisst. Hä? Das ist doch... Hallo? Das hat doch Tarnmodus, das Ding. Wo ist er denn? Da! Guck, zwei Schuss. Die hätte sich auch vorher noch holen können. So. Können wir das Wasser eigentlich mal abklappern? Ich hab da schon was liegen sehen. Zum Beispiel ein Medipack. Hier noch was. Oh, ups. Ich meine, irgendwo hier an so einer Ecke lag noch was. Aber nur weil ich das meine, muss das nicht zwangsläufig so sein. Da. Auftauchen, Frischluft schnappen. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Also hier oben geht's nicht weiter. Ich speichere jetzt einfach mal. Da! Da liegt was. Gut, dass der da schon... Dank dem Clipping-Fehler kann ich ihn sehen. Den Schlödel. So, jetzt habe ich einen Schlüssel, aber kein Loch. Super. Was ist denn da hinten? Ist da irgendwas? Nee. Also nochmal unter Wasser abklappen. Ach, ich kann ja auch wieder zurückschwimmen. Ich Idiot. Stimmt ja. Wenn hier nichts mehr ist, dann schwimme ich wieder zurück. Ich bin ja aus dem anderen Raum gekommen. Wahnsinn, wie schnell ich das vergesse. Jeder zurück. Dann haben wir den ersten Raum. Ziehen wir den zweiten. Was haben wir hier? Das. Okay.
Oh. Da würde ich auch das Schreien kriegen. So. Was ist hier hinter? Ist da was? Nee. Wir ziehen den Hebel. Und eine Tür geht auf. Was ist hier hin? Ist da noch was? Auch nicht. Wo gehen wir denn jetzt hoch? Können wir uns aussuchen? Gehen wir da hoch. Was haben wir denn hier? Nix. Super. Also gehen wir doch da drüben hoch. Beinen klettern wir hoch, wo irgendwie kein Körper für da ist. So. Hoch? Nein, hoch. Danke. So, was war jetzt hier? Nicht wirklich was. Ach so, jetzt glaube ich, weiß ich. Ah, da habe ich von hoch geguckt. Okay. Und da liegt Munition. Wow. Darf nicht gezeigt werden, wie die aufgehoben sind. Ist zensiert. Hä? Was habe ich jetzt alles für so beschissene Munition gemacht? Ich dachte, jetzt gibt das hier auch noch einen Schlüssel oder so. Wie sinnlos war das denn wieder? Naja, gut. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ne? Ja. Bis gleich.